So, seid herzlich gegrüßt. Ich glaube, Aufnahme läuft, oder? Also, herzlichst gegrüßt, liebe Brüder und Schwestern, zu der Kapitelauswahl, haha, von Resident Evil 5, ein Spiel von 2009, also insofern Retro, schon etwas älter und ist aber ein sehr schönes Spiel. Und wir sind in müssen oder sollen können dürfen Kapitel 3 minus 3, das Ölfeld minus, das sagt man neudeutsch, also nicht Bindestrich oder Strich, sondern bei Striche gibt es verschiedene, sieht aus wie Minus, um Verwechslungen zu vermeiden, Bohreinrichtung. Gehen wir mal rein, spielen wir es mal auf normal und ich als Chris und lassen wir mal, jetzt warte, da verwalte, warte, die Sheva hat wieder was eingesammelt hier, hallo. Das können wir mal bunkern. Das bunkere ich auch mal. Sie hat, ich habe ihr jetzt eine Schutzweste und eine kugelsichere Weste gegeben und nur den Blitzableiter, hätte ich jetzt weiter gesagt, den Elektro, der die das Elektroschockgerät, weil ich will auf S spielen und ich habe rausgefunden, dass höchstwahrscheinlich die Sheva, die trifft immer, beziehungsweise dein. Wenn du Sheva bist und dann der künstlich gesteuerte Partner trifft immer, hundertprozentig. Leider zählt das aber nicht zur Präzision mit dazu. Also wenn du denkst, da lasse ich die mal immer schießen, dann habe ich 100% Präzision. Nee, es zählt nur die eigene Präzision. Jetzt, wenn die Sheva aber immer trifft und schießt, sind die Gegner weg und dir bleibt schon weniger, um hundertprozentig zu treffen. Also es ist, um es zu erreichen, habe ich so einen leisen Eindruck, ist nur eine Theorie von mir. Dass man ihr nur das Elektroschockgerät gibt, damit sie sich grundsätzlich verteidigen kann. Also, aber nicht rumballert in der Gegend hier, weil die schießt nicht alles, aber so ein paar Gegner schießt die weg. Hundertprozentig, aber leider ist okay. Und wir gehen los. Ich erzähle mal alles dreimal, oder? Ja, verlassen, ja. Ja, weil ich denke, beim dritten Mal hat man es kapiert. Und Vorspann. Ölfeldbohreinrichtung. What happened to Irving? Achso, jetzt warte. Jetzt kommt die blöde Verfolgungsjagd. Da ist die Sheva. Und ein saudämlicher Bossfight am Schluss. Ja. Hier ist ein Bossfight nach dem anderen. Thanks. Da kommen wir jetzt wieder. Achso, Sheva hat jetzt. Ja, jetzt will ich ihn wieder selber schießen. Oh, warte. Warte. I'm on. Got you, Kevin. Ja. Ja, gut. Wir sind das da vorne. Wir müssen jetzt. Oder können die da hinten schon mal ein bisschen dezimieren. Mit der Ballerei. Jetzt ist da noch einer. Gut ziehen. Quasi vorne kommt noch mal. Ah, Sheva geht weg. Ja, vorne sind auch welche. Ja. Schieß mir den mal. Ja, den kriegen wir immer. Ja, lass mal das mal. Du kannst da oben auf die Ding schießen. Das zählt aber nicht als Präzision. Auf die Öltanks. Lassen wir den mal so laufen hier. Krieg ich den hier? Okay. Nee. Ja, weil die schießen selber. Das ballert normal die Sheva jetzt weg hier. Danach machen wir mal einen weg. Das ballert jetzt die Sheva normal weg. Aber. Und jetzt müssen wir einen. Wir sind aber die dämlichen. Ah, jetzt habe ich schon daneben geballert. Komm. I need your help. Warte. Du gibst den blöden Viechern hier. Und wir müssen da drüben den Schalter. Da ist noch einer, oder? Ja, doch. Da drüben weichen immer aus. Wir müssen da drüben den Schalter drücken. Wir sind aber Gegner. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob das als Präzision zählt, wenn der Tank mit explodiert. Jetzt weiß ich, da drüben ist einer, komm her. Ja, siehst du, da explodiert immer der Tank. Weiß ich nicht, wie das präzisionstechnisch gerechnet wird. Jetzt wollte ich meinen Kollegen erschießen. Wir müssen hier den Schalter drücken. Muss mal leiser machen jetzt. Das ist ein bisschen laut. Wir müssen
Tour hinschalten. Ja gut, das war der erste. Ich schau was auch immer schon mal. Zeig an. Alter, okay. Und, jetzt ist schon wieder die Drecksfüter. Sag mal. Die flattern so saudämlich rum. Ja, da hinten schmeißt es auch noch. Die kommt her. Hoppla. Das fehlt als Präzision, oder? Jetzt haben wir aber Ruhe. Da oben ist noch einer. Sau. Ja. Sieht das, ja, so weit geht die Shotgun. Geht die Shotgun so weit? Weil die hat eine Streuung. Da kann man das gut machen. Da kann man das laut üben müssen. Au! So, möglichst alle Gegner möglichst präzise umbieten. Jetzt haben wir erstmal alles. Schäfer mit ihrem Blitzableiter. Haben wir alle. Jetzt geht's weiter. Dann kommt noch so ein Tor. Jetzt warte. Noch ein Tor, wir rücken vor. Jetzt warte jetzt, ja. Das wird jetzt normal die Schäber. Alright, aber let's go. Du hast da oben so ein Ding ist. Ja, so schnell treffen kriegen wir, oder? Okay. Doch, und jetzt wird ducken. Da nochmal ducken. Den Abschluss. Nee, oh, aber schon daneben. Ja, das ist hier fummelig. Ich kann nicht rausfallen, ne? Das in ja, die treffe ich in der Bewegung nicht hier, hallo. Selbst mit der Schurkgun. Doch, den haben wir jetzt. Aua. Das würde jetzt die Sheva machen hier, aber den haben wir. Wir sind ja am Boot, der steuert, der Kollege steuert. Wir sind ja am Boot. Ah! Jetzt hat der Kollege schon wieder getroffen hier. Hallo. Okay, you do know what to do. You do know what to do. Das ist der Kollege. Jetzt kommt hier dasselbe in Wien. Wir müssen zwei Schalter, weil sagte, da sind zwei Schalter. Einer muss da, das Problem ist, da oben sind MGs, die man irgendwie, ich gehe mal links rum, das ist, aber die fangen jetzt gleich zu schießen an, jetzt warten wir, man kann auch, wir haben uns eine Karte, man kann auch andersrum, oder? Lassen wir mal ein paar Kollegen erst kommen, jetzt wollen wir mal so rumgehen. Die ballern dann mit dem MG, das ist unschön. Jetzt warte, jetzt ballert der gleich mit dem MG, oder? Ah, da ist zu, da kommen wir nicht durch, oder? Da ist zu, oder? Doch, da kommen wir durch. Weiß ich nicht. Ah, jetzt warte. Wir müssen aber erst um die MGs beseitigen. Sollten. Warte da. Ne, ist halt keiner da. Gehen wir mal da durch, komm her. Da ist halt keiner. Da ist ein Schatz. Links ist ein Schatz. Ein seltener Schatz. Links. Ich könnte jetzt das MG sogar selber benutzen, oder? Ja. Da kommt jetzt aber kein. Sonst stehen da immer zwei. Das ist die Schäfer. Ah, da rennt ihr schon einer hinterher. Okay. Du sollst auch noch. Ah, jetzt habe ich den nicht getroffen. Scheibenmeister. Gut, jetzt gar nicht. Jetzt können wir runter zu den Schaltern. Schalter sind unten. Jetzt glaube ich, können wir zu den Schaltern. Also, und der andere muss dann drüben. Jetzt probieren wir das mal. Hold on! I'll get the other lever! Lever. Schalter. Gut. Und dann geht's auch schon flott zum Boss weiter. Jetzt haben wir das. Jetzt können wir zurückgehen. Und weiter mit dem Bötchen. Kommt da noch ein Gegner? Da drüben. Oh, jetzt kommen die Viecher. Warte, die sollte man, könnte man für Gegner erledigen. Also, da noch ein mehr. Kommst du? Du musst da auch viele Gegner erledigen, da drüben steht noch einer. Wirklich präzise.
Ja, wenn in der Hütte jetzt gehen die ans NG oder wie? Nee. Jetzt war sag mal noch mal, möglichst alle Gegner erledigen. Und möglichst präzise für S-Rang. Jetzt warten wir noch, bis die kommen. Zeit. Oh, da kommen jetzt Gitten. Gehen wir jetzt ins NG. Geh mal weg, Sheva. Mensch. Sheva. Sheva. Ah, du Böser. Und jetzt. Da kommt er. Ist da heute keiner ans NG gegangen? Wie ist präzise und müssen alle gehen. Jetzt haben wir das mal. Gut. Dann können wir jetzt im Boot weiter. Also du hättest auch gleich weiterfahren. Nach dem Schalter. Tor ist ja offen hier. Also. Oh, jetzt kommt der Boss weit. Oh, wie weh. Der ist happen. Das kann man voll. Mit Quicktime. Quicktime Events. Ja. Gut, Video auch noch. Kannst abbrechen das Video. Aber also es zählt nicht zur Zeit mit, aber gut. Ui! Ja. Da ist ein saublöder Boss raus. Und du darfst natürlich auch nicht sterben für. We gotta get aboard that ship. Hold on. Get ready. Let's get this out of here. Quatsch. Wunderschöne Landschaftsaufnahmen. Es ist der saublöde. Ah, der schaut doch, wenn der jetzt saublöde ausschaut. You just want to excel as playthings. What? Friss das. Ah ne, benutzt das. Das ist das Blitzding von Man at Work. Nee, Man on Black Man. Black. Oh, warte. Jetzt kommt der Bossfight. Man muss die Arme abschießen von dem Ding und dann auf das Ding selber schießen und ausweichen. Auch noch. Also, nicht gerade einfach. Oh, wow. Ja, der verwandelt sich jetzt, oder? Abschießen. Ja. Ja, genau. Die Arme müssen wir abschließen, an die Knotenpunkte schießen. I'm far beyond anything you could ever hope to become. Au! Keine Fresse. So, jetzt geht's los. Au. Da ist er. Oh, jetzt hat Sheva keine Gnade. Oh, warte. Kann man noch mal schnell, warte, der Sheva. Ja, nee, hier unten war ja nichts. Ja, jetzt muss ich es alleine machen. Warte. Oh, oh. Naja, gut. Dummerweise hätte ich hier vorher wieder eine Gnade geben sollen, der Sheva. Jetzt warte, oh, war ja, jetzt kann ich jetzt auf die Schnelle. Nicht, warte. Ich habe jetzt sonst keine Frage. Warte. Da ist er. Da ist er. Auf das blinkende Ding. Oder? Und jetzt kommen die Arme. Die Arme. Jetzt warte. Zurück. Jetzt kommen die Drecksarme. Und ausweichen. Warte. Ausweichen. Ah, ausweichen. 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 Wenn du da nicht ausweichst, bist du tot. Aus. Ja, jetzt habe ich das selber drunter. Aus. Ah, jetzt hätte ich selber natürlich eine Knarre haben sollen.
Oh. Und das geht jetzt so weit, ja? Den Zuhörer wäre es besser, wenn ich selber auch einen hätte. Aber wenn jetzt immer alle Arme abschießen, das dauert jetzt natürlich länger, wenn sie... Oh, jetzt war es schlecht. Jetzt haben wir, oder? Jetzt kommt Phase 2. Something that undergoes such a rapid transformation must have a weakness. Ja, schon gut. Warte, das Ding, oder? Das Ding. Jetzt geht er hinter. Warte, einmal rum, oder? Warte. Kommen wir nochmal. Da war die Ding. Also da ist wieder irgendwo der, man könnte auch das Wort entgegen, oder nicht? Wie ist er? Ah, jetzt kommen wieder die Drecksarme. Jetzt kommt doch nicht raus, ey. Warte, jetzt bin ich tot, oder? Nee. War das doch gut? Eine kommt, eine Phase. Dann ist es gut. Ja, das geht schneller, wenn die Schelle eine Knarre hat. Da habe ich jetzt dummerweise. Ah, jetzt ist Ende. Jetzt warte. Jetzt noch einmal auf das Ding schießen, warte. Oder mehrmals. Jetzt haben wir, oder? Oh, weia. Du Schande. Jetzt kommt er. Entschuldigung. Damn, Excella. I guess there wasn't worth the good stuff. Excella. Excella. Where is this facility? Oder? Excella. Answer me. Mm-hmm. What is the Ouroboros project? PSA. Wow, you two are just on top of everything, aren't you? The balance of the oil is changing and you're completely oblivious to it. What's changing? Ach, jetzt kommt der Nachbar mit seinem neuen Ferrari. Is it the Ouroboros project? Is that it? Ouroboros is about to change everything we've ever come to know. Chris! Chris! See, you're Chris! What's so funny? How do you know about me? All your answers away to him, Chris. In that cave. If you can survive long enough to get them. Quatsch nicht lang hier. Ja, es ist Video, ich könnte es abbrechen, aber. Du kannst irgendwie die Dinger lesen hier. Ja, wenn ich so ein Ding sehe, erschieße ich es, wenn ich kann, oder? Oder? Aber, nee. Gut. In echt ist mir sowas, muss ich jetzt sagen, bis jetzt noch nicht passiert. Ja, deswegen. Kann ich das jetzt nochmal so rein theoretisch formulieren. Jetzt komm her. Oh, warte. Wir haben einen S-Hang. Ja, Freunde, jetzt erkläre ich das nochmal schnell mit den Rängen. Wenn du alles S hast, dann darfst du zweimal A haben, um noch S zu kriegen. Oder wenn du alles S hast, darfst du einmal B kriegen, um noch insgesamt S zu kriegen. Aber wenn du einmal C hast, ist Ende. Und Präzision, wäre ich jetzt unter 50%,
Präzision wäre es schon zäh und dann wäre es schon weg. Also ich habe es gerade noch, dadurch, dass eben die Sheva nicht schießen konnte, das ist anscheinend, wird es dann abgezogen. Das habe ich weniger zum Präzisionsschießen, verstehst du? Also, wir haben es geschafft. Kannst dir einen Screenshot machen. Wir gehen noch kurz ins nächste Level rein. Achso, jetzt hätte ich einen Screenshot. Achso, ich hätte auch einen machen. Na, wurscht. Ich hab's auch. Jetzt kommen die. Den machen wir morgen. Das ist auch ein schwieriges Level, insofern, wenn du einen S-Rang haben willst. Da ist es auch schwierig. Also. Gut, das machen wir aber mal. Weil. That name Irving said, Excella. You've heard it before? That's the name of the director of Tricell's African Division. Do you think she could be connected to Irving? It's possible. Wunderschön. But I don't have any proof. Tricell. If there is a connection, what does that mean for Africa? Not sure. But if we keep going, we're bound to find out. True. Bin mir nicht sicher. Learning English with Tom. Ja, da. Okay, das machen wir morgen. Also herzlichen Dank für Speis und Trank. Seid mir bitte auch weiterhin wohlgesonnen und schaltet ein und traget meine Botschaft hinaus in die weite Welt, auf dass es euch wohl ergehen möge. Adieu.